Ja, jetzt denke ich, müssen wir einmal da zusammenfassen. Also, die Blasiusbahn, die hat uns das Umweltamt nicht genehmigt. Gell? Einmal eben wegen der hohen Stromkosten, das haben sie ja damals schon gewusst, nicht, dass das kommen wird. Und natürlich wegen den Schlägern der Bäume. Und deswegen haben wir jetzt also dieses Projekt mit Rolltreppe, mit Solar. Und natürlich, wie haben wir gesagt, wenn das Solar zu wenig ist, nachher, wie geht das, Gerhard? Ja, natürlich haben wir uns Aufladung und nachher 4x6 Quadrat. Und sonst bei der Gemeinde halt anstecken, oder wie? Ja, sicher, das ist schon eine Gemeindesache. Ja, eben. Also. Das ist wieder was drin, ja. Weil die haben doch nur Schläger. Ja, und ich komme Wasserrad. Das ist auch noch die Möglichkeit, dass man ein kleines Kraftwerk im Axamer Bach gerade unten macht. Tut es da nicht durcheinander reden, sondern wenn, dann ordentlich euch beteiligen. Gell? Na, wichtig ist eben, gerade für die Rollstuhlfahrer, gell, dass es also sicher ist. Da haben wir gesagt, da tun wir da links und rechts also so Sicherheitsnoppen anbringen, gell, dass sie dann sozusagen auch angehängt werden können. Und beim Personal sparen wir auch, Christoph, weil da braucht es ja zweimal einen Liftwald, herunten und oben, das brauchst du ja da nicht. Eben, genau, da können wir auch der Personalkosten sparen. Ne? Im Winter? Ist es beheizt? Ja. Dann machen wir aus dem Eisstandl noch eine Teestation. Ja, und das Teestandl kommt bei der 7. Station hinten eine. Da muss man einfach ein bisschen mehr ausfahren. Und da kommt das Eisstandl und das Teestandl nachher rein. Ja. Ja, freilich. Der Wunsch für den Christen. Ja. Ja. Und der Darmann soll mitzahlen, ne? Der tut auch ein bisschen Solar oben auf, ja, dass wir mehr haben. Und vor allem, wenn im Winter die Rolltreppen ja auch geht, nachher, er kann ja nicht mit dem Auto rauffahren, sobald Schnee ist, nicht? Dann kriegt er herunten von der Gemeinde einen Parkplatz spendiert, kann diese Rolltreppe nutzen, muss aber eben seinen Strom dann für das also einspeisen, auch fürs Eisstandl natürlich, nicht? Und fürs Teestandl. Und was ich mir noch schon wünschen tat, war, dass man in der Blasiuskirche nachher aber auch Bodenheizung reinmachen. Ja. Oder? Wenn schon. Da, wenn wir schon, das ist jetzt das an. Aber jetzt haben wir ja noch einen Alternativvorschlag. Lieber Herr Pfarrkirchenratsobmann Toni, was hast jetzt du für einen Vorschlag? Ja, ich habe einen Vorschlag gemacht, dass man den alten Stollen benutzt, der ja eh schon vorhanden ist, der direkt unter dem Blasiusberg durchgeht und dann direkt einen Lift, wo man direkt am Blasiusberg dann herauskommt. Da hat man im Winter überhaupt kein Problem. Ja, die Leute, die Ding haben so viel Panik, keine Backen, die haben in dem dunklen Stollen. Nein, da kann man Licht nicht machen. Das musst du doch nicht. Wobei kriegst du da so ohne mit LED-Beleuchtung, das kann man mit sehr wenig Energie, kann man den Stollen noch beleuchten. Du kriegst noch einen Haufen Spiegel ein, dann siehst du 10 Volt, dann geht's gut. Ja. Das ist ein bisschen. Man konnte ja für die Leute, da kann man ja Fenster rein machen und da Glas und hinter die Fenster verleichten. Vielleicht mit Blumenwiese oder so, das kann man nicht gestalten. Also. Ja. Je nach Jahreszeit, oder? Da müssen wir ein bisschen mitgehen. Du gehst Weihnachten noch die Blumenwiese schauen, da. Ja, jetzt haben wir jetzt natürlich also zwei Vorschläge, jetzt, wo tendiert es denn überhaupt hin jetzt da? Das andere ist natürlich, wenn es schneit und wenn es regnet, nachher ist man mit einem Lift unter Dach. Aber man braucht halt da drüben nachher Parkplätze, geht sich das aus? Da muss man halt den Singer enteignen, oder? Auf jeden Fall. Und da nachher Parkplätze machen. Dann machen wir Parkgarage und schon mal mehr Platz. Also die bleiche Parkplätze, so eine von da. Von oben. Die Mittelstation. Ja. Ja. Zum Beispiel beim Ballgeist musst du einsteigen. Ja. Die Mittelstation. Ja, jetzt denke ich, gibt es noch irgendeinen Vorschlag?
natürlich für Rollstuhlfahrer ist natürlich die Liftvariante natürlich idealer. Gell? Ja. Ist der Stollen da? Ja. Ja, der Stollen ist. Ja, noch ein Vorschlag. Was auf ihn machen? Ein Hindernisparcours auf ihn machen. Ah ja. Fit for fun. Und bei der Orgel nachher in Tretbalg wieder richtig aktivieren, dass ich dann oben beim Orgelspiel auch noch ordentlich treten kann. Ah ja, das war eine gute Idee. Ist da vorbei der Dr. Hagen wahrscheinlich mit Bauer-Varianten kein Freitag? Nein, ich weiß es, vom letzten Mal hat er noch gesagt, für Fettleibige gehört also praktisch dann diese Bahn gesperrt. Gut, das machen wir natürlich. Das machen wir natürlich schon auch. Das heißt, ab einem gewissen. Ab 100 Kilo ist sie auch schon. Ab einem gewissen Kilo Anzahl. Da darf man gleich herholen, weil sie einspeisen. Ja, da gibt es einen Hof und dann muss man zwei sagen. Also, ich werde mir jetzt blöd. Ja, schaut, dass er heute nicht gekommen ist, gell? Ja, aber da hast du komplett recht, ja. Bei der gesunden Untersuchung sagt er zu mir, wenn er oben am Blasiusberg ist, er ist fast einmal alleine, er sieht kein Mensch da oben. Ja, der geht auch um 6 in der Früh. Ja, hat doch keinen Hof mehr. Ja, jawohl, er geht. Ja, er geht schon. Ja. Ja, was tun wir denn jetzt? Sollen wir jetzt diese Rolltreppe bauen oder soll man noch einmal zurück, also dass dieses Projekt dann nachher noch mit dem Lift noch gemacht wird? Müssen wir Stollenbegehung machen. Und der Architekt am Plan. Aber vor allem da die Parkplätze mit einberechnen. Ja. Insofern war es nicht blöd, weil ja die Volksschule direkt daneben ist. Gell? Und wenn wir dann vor dem Blasiustag aufgehen, dann könnten da alle Kinder mit dem Lift fahren und man braucht nicht so viel Lehrer als Begleitpersonen. Ja. Also, und ja, noch darf ich sagen, zurück. So 20, 30 Jugendliche oben hatten, genau. Das war echt super. Ja. Also, na, der Fitnessparcours, wo darfst du denn anlegen nachher? Ja, bei jeder Station gleich noch eine Fitnessstation. Ein Fitnessgerät dazu, ja. Aha. Ja. Das, Eltern anfeuern, wenn sie mit der Rolltreppe fahren. Geht schon. Genau, das ist eine Win-Win-Situation. Da kann man Kinder und Erwachsene sogar aufheben. Kannst du bei den 14 Stationen über Baustein? Nein, das sind ja gleich 7 auf. Die 14 Stationen gehen von der Josefskapelle auf. Aber das, ja, wenn man einer beten will. Man muss halt schnell beten. Ja, da können wir ja das auch so machen, an den ungeraden Tagen ist Beten angesagt und an den geraden Tagen ist Fitness angesagt. Aber wer Fitness macht, muss auf jeden Fall oben nachher in der Blasiuskirche reingehen und Vaterunser beten. Ja, das ist auf jeden Fall. Du hängst schon Zettel auf, wo es oben steht, weil viele Leute wissen nicht mehr, wie ein Vaterunser geht. Das sagt man jetzt ganz verlässlich. Auch nicht bekannt. Ja, das gibt es schon, ja. Ja. Gut. Also, nachher danke einmal also für dieses wunderbare, die Kreation. Aber dann gehen wir zurück. Also, das heißt, nachher der Pfarrgemeinderat, Pfarrkirchenrat und der Gemeinderat muss sich nochmal damit auseinandersetzen mit diesen verschiedenen Varianten. Und nächstes Jahr am 1. April treffen wir uns wieder da, um das dann weiter zu besprechen. Seid ihr einverstanden? Wer einverstanden ist, erhebe bitte die Hand. Gibt es Gegenstimmen? Ja, gibt es Gegenstimmen? Stimmenthaltungen? Ja, einstimmig, ja, wunderbar. Ja, gut. Einstimmig angenommen, ja.